Ja, also die sechste Sitzung zur Sprachgeografie heute. Wir hatten ja das letzte Mal schon uns mit dem Atlas Linguistique de la France beschäftigt und das würde ich heute gerne anschließen. Wir hatten gesehen, dass hier 639 Ortschaften untersucht wurden und nicht Paris. Warum nicht Paris? Ist ja das letzte Mal zur Sprache gekommen. Die Aufnahmen wurden in weniger als 4 Jahren durchgeführt, zwischen 1897 und 1900. Eben alle von Edmond. Und natürlich, wenn das nur eine Person macht, dann kann natürlich auch nicht können natürlich nicht so viele Ortschaften genommen werden, obwohl 639 natürlich schon recht viele sind für eine Person. Hier haben wir einen Ausschnitt aus der Karte, wo man das sehr schön sehen kann. Die Nummern sind immer die Ortschaften. Das ist ein bisschen systematisch durchnummeriert, deshalb gehen die Zahlen hier bis 900. Aber wie gesagt, es waren halt weniger Ortschaften. Und man sieht hier auch schon das große Problem. Das Netz ist relativ groß. Außerdem kommt dazu, dass an jedem Ort immer nur ein Sprecher genommen wurde, der natürlich schon so ausgewählt wurde, dass er besonders repräsentativ für den Ort sein sollte. Aber Sie sehen natürlich, das ist teilweise wirklich ein sehr weitmaschiges Netz. Wir sehen uns das nachher noch auf einer anderen Karte an. Oder wir hatten das letzte Mal auch diese Arbeitskarte, wie man das nennt, also eine, die schon eine gewisse Auswertung enthält. Das ist die Karte, die Auswertung zur Abbey. Und da sehen Sie schon, das sind eben doch dann immer größere Flächen, die man dann einem Ort zuordnet. Und dann ist natürlich das mit einer klaren Abgrenzung problematisch. Man kann es auch sehr schön sehen auf der folgenden Karte, die ich Ihnen auch schon gezeigt habe, aus dem Buch von Rolfs über das Gascognische. Da geht es halt nur um die Gascogne. Und wenn man halt wirklich nur die Gascogne untersucht, ist es natürlich schon sehr schwierig. Gucken Sie hier, 682, 674, 665 und 684 sind relativ weit auseinander. In der Mitte ist Mont-le-Marsan, wo es keine Untersuchung gab. Aber jetzt da wirklich Aussagen zu machen über Subregionen in der Gascogne, ist halt sehr schwierig bei so wenig Messpunkten. Und hier, wir sehen, dass Aspetal 692 genau ein Punkt für das ganze Tal, das ist natürlich nicht wirklich sehr schön, wenn man jetzt genauere Aussagen machen möchte. Ja, das sind die Isoglossen, die Sie da sehen, auf die werden wir gleich nochmal zurückkommen. Es gibt jedenfalls eine wichtige Frage, die in der romanischen Sprachwissenschaft immer wieder gestellt wurde mit Bezug auf Frankreich. Das ist die Frage nach der Abgrenzung zwischen Languedoc und Languedoc. Und da sind halt die Daten für das Atlas Linguistique de la France schon gar nicht so richtig ausreichend. Wir gucken uns das hier mal an. Die Abgrenzung von Languedoc und Languedoc, das ist dieses große Isoglossenbündel, was hier an der Gironde-Mündung ankommt und da natürlich auch noch zusammen ist und sich dann aber nicht so deutlich abzeichnet, wenn man halt näher an das Zentralmassiv oder ins Zentralmassiv kommt. Sie sehen, das spaltet sich da auf, ja, kann man hier schon sehr schön sehen, oder wenn wir das noch größer machen, ja. Und die wenigen Messpunkte, die da sind, reichen eben nicht aus, um da wirklich hinreichende Antworten zu geben. Das ist also eine sehr starke Abstraktion und wir wissen nicht genau, wo jetzt die Grenze zwischen Languedoc und Languedoc ist. Das Ganze sieht aus wie ein Übergangsgebiet. Ja, man nennt das übrigens Le Croissant, weil das wie so ein Halbmond aussieht. Ist ein Übergangsgebiet, aber natürlich möchte man da gern genaueres drüber wissen. Und diese Karte, wo jetzt da die Grenze zwischen Languedoc und Languedoc verläuft, ist eine ganz alte. Zumal man im 19. Jahrhundert zunächst dachte, da gibt es vielleicht genau ein Merkmal, mit dem man die Abgrenzung durchführen kann. Das ist natürlich etwas, was nicht geht. Das hat man auch relativ schnell bemerkt. Ja, aber viele Leute haben darüber nachgedacht. Hier gibt es so ein paar Vorläufer für den Sprachatlas, die ich Ihnen auch zum Teil schon mal genannt habe, ganz kurz. Also vor allen Dingen aus dem 19. Jahrhundert. Charles Coquebert de Montbré
hat vor allen Dingen Karriere gemacht unter Napoleon und war der Chef des Statistikbüros von Napoleon, also unter Napoleon, und hat mehrere große Erhebungen zu Statistik gemacht. Einmal ging es um Stoffe, wie sie hergestellt werden, und dann eben noch eine weitere große Untersuchung über die Sprachen Frankreichs. Die Untersuchung ist nie so richtig zum Abschluss gekommen, weil dann plötzlich die napoleonische Verwaltung aufgelöst wurde. Das Material galt lange als verschollen, zum größten Teil als verschollen, aber ein Bamberger Doktorand, Sven Ködel, hat es also geschafft, alles wieder auszugraben in Frankreich, und hat da eben eine sehr interessante Dissertation verfasst, von mir betreut. Und wir haben das jetzt also alles wieder, was Robert de Mombré zutage gefördert hat. Auch da ging es um diese Frage, wo hört die Languedoc auf, wo fängt die Languedoc an? Aber auch da konnte man noch keine hinreichende Antwort drauf geben. Ein anderer, der sich damit beschäftigt hat, ist Louis-Lucien Bonaparte. Wie Sie an dem Namen unschwer erkennen, ist der mit Napoleon verwandt. Das war ein Neffe Napoleons, der halt eben auch Dialektologie und Sprachforschung betrieben hat, nicht nur in Frankreich, der hat sich sehr stark mit dem Baskenland beschäftigt und hat sich auch noch mit anderen Gegenden auf der Welt beschäftigt, auch mit Maltesisch und so. Also das war ein sehr breit interessierter Sprachwissenschaftler. Aber auch er hat sich eben genau mit französischer Dialektologie auseinandergesetzt und eben auch mit dieser Frage Languedoc, Languedoc, was aber auch noch nicht geklärt werden konnte. Oder ein weiterer Wissenschaftler, der auch in Frankreich trotz des deutschen Namens aktiv war, ein gewisser Schnakenburg, über den ich praktisch nichts herausfinden konnte. Aber es gibt dieses Buch, Tableau synaptique et comparatif des idiomes populaires ou patois, da kommt dieses Wort patois vor, de la France, 1840. Da hat er sich eben auch versucht, mit allen Dialekten Frankreichs, von denen er Material bekommen konnte, zu beschäftigen. Das Buch enthält Texte vor allen Dingen in den verschiedenen Dialekten Frankreichs, aber auch da ist auch keine richtig dialektologische Untersuchung in dem Sinn, dass man Karten irgendwie entwirft. Also die Sprachgeografie kommt da zu kurz. Auch da finden wir keine gute Abgrenzung, sondern immer nur eine ungefähre Beschreibung, wo jetzt der einzelne Dialekt gesprochen wird. Dann schon etwas später, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, Edouard Boursier, der natürlich auch den Sprachatlas dann verfolgt hat, den Atlas Linguistique de la France, der ja am Anfang des 20. Jahrhunderts erschienen ist, und der eben auch gerne ja detaillierteres Wissen gehabt hätte und dann eben nochmal Einzeluntersuchungen durchgeführt hat. Eine weitere solche Untersuchung aus dem späten 19. Jahrhundert ist die von Tourtoulon. Da heißt es auch direkt Rapport sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oi. Und also Bericht über die Grenze, die geografische Grenze der langue d'oc und der langue d'oi. Diese Untersuchung ist deshalb sehr interessant, weil neben dem Fragebogen zur Datenerhebung, die natürlich auch wieder ohne Tonband stattgefunden hat zu der Zeit, ging ja nicht anders, gab ja nicht mal Schallplattenaufnahmen, die sind erst Ende des 19. Jahrhunderts erfunden worden und dann tatsächlich schon 1901 eingesetzt worden. Aber hier wurde halt mit Fragebögen gearbeitet und jemand hat aufgeschrieben, was die Leute gesagt haben. Aber was sehr interessant und sehr modern ist, weil wir sonst erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts über solche Dinge sprechen, ist, dass hier schon Fragen nach dem Sprachgebrauch gestellt werden. Also wann gebraucht man eine bestimmte Varietät? Am Ort, zu Hause, in der Schule und so weiter. Solche Fragen wurden dort gestellt und das ist schon ein sehr moderner Ansatz. Also es bestand hier schon tatsächlich so ein Gefühl für dieses Problem der Diglossie. Das ist ja sonst erst, dass der Terminus Diglossie ist ja sonst erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgekommen. Aber man sieht, die Leute sahen schon das Problem und haben hier schon entsprechende Fragen gestellt. Also deshalb ist das hier auch sehr interessant. Aber auch da ist es nicht genau gelungen, eine Grenze festzustellen. Allerdings weiß man eben seit dem 19. Jahrhundert die Kriterien, ne, für die Abgrenzung, also die sprachlichen Kriterien, sind einmal die Auslautvokale. Die Languedoc hat andere Auslautvokale, vollere Auslautvokale, also
Das A ist je nach Dialekt im Okzitanischen A, E oder O auszusprechen, meistens O. Ist ein bisschen seltsam, dass das A zu O geworden ist, aber es ist auf jeden Fall ein richtig voller Vokal zu hören und nicht nur schwa, wie in Nordfrankreich. Also diese extreme Reduzierung der Auslandsvokale ist halt typisch für Nordfrankreich. Ne? Im Süden gibt es also Auslandsvokale noch, also zum Beispiel das O. Im Maskulinum, das lateinische U ist tatsächlich auch verschwunden, aber es gibt ein I und ein O, also es gibt verschiedene Auslandsvokale, ne? Die wirklich zu hören sind. Dann die Diphthongierungen. Also in Nordfrankreich, in der Languedoc, haben wir sehr viele Diphthongierungen, Diphthongierungen von betonten Vokalen. Ne? Wissen Sie, da gibt es halt Diphthonge, von denen auch einige übrig geblieben sind. Je in Pied zum Beispiel oder Oa ist noch vorhanden. Andere Diphthonge sind wieder verschwunden in der Entwicklung von Altfranzösisch zu Neufranzösisch. Aber es gibt jedenfalls sehr viel mehr Diphthongierungen, die fehlen in Südfrankreich. Dann die intervokalischen Verschlusslaute, die sind in Nordfrankreich oft komplett verschwunden. Und denken Sie an die Partizipialendung, da ist nichts mehr da an intervokalischen Verschlusslauten. Also chanté, cantata lateinisch, da war mal ein T. Also chanté, da ist von dem T nichts mehr zu spüren. Also cantata in Südfrankreich, aber cantado, ja, da ist das D noch vorhanden. Also die intervokalischen Verschlusslaute sind unterschiedlich. Das betonte A in offener Silbe, ganz charakteristisch, das ist richtig charakteristisch für die Languedoc. Das A in offener Silbe wird oft zu E. Nicht immer vor Nasalkonsonanten ist das erstmal eingeschränkt geschehen und dann ist aber auch E geworden. Das ist auch E geworden. Na, zum Beispiel ist heute auch ein E, ein nasales E. Aber das typische Beispiel, pratu lateinisch, pratu pre auf Nordfranzösisch. Also das T ist verschwunden, das A ist zu E geworden. Ne? Und in Südfrankreich Pratt, in vielen Ortsnamen noch vorhanden. Pratt, auch Familienname, das ist eben die Wiese. Ne? Da sehen Sie, das T ist erhalten geblieben, steht jetzt im Auslaut, und das A ist A geblieben. Ne? Lama, die Hand, ne? Da ist das A auch noch deutlich zu sehen. Ja, Nasalvokale, klar, typisch für die Languedoc, da gibt es Nasalvokale, ja, das ist auch ganz typisch Französisch, das ist auch wirklich vom Zentrum, vom sprachlichen Zentrum aus haben sich die ausgebreitet, gibt es in Südfrankreich kaum. Bisschen an der Nordgrenze der Languedoc finden wir auch zum Teil Nasalvokale oder nasalierte Vokale zumindest, aber normalerweise gibt es die nicht. Subjektpronomina. Ne? In der Languedoc sind Subjektpronomina obligatorisch, auch in verschiedenen Dialekten in Norditalien, aber in Südfrankreich nicht. Ne? Also die Languedoc hat keine obligatorischen Subjektpronomina, also ein ganz deutlicher Unterschied. Ja, und dann die Frage nach dem Wortakzent gegenüber dem Mot Phonétik. Sie wissen, das Französische hat ein Mot Phonétik, also kein Wortakzent, sondern ein Wortgruppenakzent. Das Okzitanische hat wie das Spanische, wie das Italienische einen festen Wortakzent. Also wie alle romanischen Sprachen, mit Ausnahme der Languedoc. Die Dialekte der Languedoc, also damit auch das Französische, haben eben keinen festen Wortakzent, sondern nur einen Wortgruppenakzent, das eben das sogenannte Mot Phonétik gibt es da. Also auch ein ganz entscheidender Unterschied. Übrigens auch sehr interessant, ich habe das selber mal untersucht. Im Norden der Languedoc gibt es neben dem festen Wortakzent auch noch so einen Satzakzent. Da sieht man, da hat die Languedoc ja einen gewissen Einfluss gehabt. Das ist sehr interessant. Ich habe das leider nie, diese Untersuchung nie so richtig abschließen können, auch zum Teil, weil ich nicht sehr viel Material dort aufgenommen habe und weil eigentlich die Fragestellung eine andere war. Das ist mir nur nebenher noch aufgefallen. Also da ist tatsächlich so eine Art Übergang. Deshalb ist natürlich die Grenze zwischen Okzitanisch und Languedoc sehr interessant. Also da könnte man sicherlich noch einige Arbeiten schreiben. Auf jeden Fall, all die Untersuchungen, die gemacht worden sind, reichen nicht aus. Auch der ALF reicht nicht aus. Also es ist sozusagen ein Misserfolg. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird nach dieser Grenze gesucht und sie ist halt nicht richtig etabliert worden.
Auf jeden Fall reicht der ALF nicht aus, vor allen Dingen wegen der wenigen Aufnahmepunkte. Ja, und da gibt es natürlich dann ein Nachfolgeprojekt. Also schon seit den 1930er Jahren wurde ein neues Atlasprojekt geplant in Frankreich, genannt Nouvelle Atlas Linguistique de la France par Région. Oh, par Région, da müsste eigentlich ein S dran, wenn ich das richtig sehe. Par Région, ne? Also nach Region, werde ich nachher nochmal nachschauen und gegebenenfalls korrigieren. Also seit den 30er Jahren, vorgeschlagen von Albert Dozat. Und tatsächlich der erste dieser regionalen Atlanten beginnt zu erscheinen, der erscheint über viele Jahre, der Atlas Linguistique de la Gascogne, AEG, also ab 1941. Aber das Haupt, also wird daran gearbeitet, sagen wir so, erscheint in den 70er Jahren. Später gibt es dann natürlich immer mehr solche Atlanten. Inzwischen haben wir für praktisch alle Regionen Frankreichs, einschließlich der Region von Paris, entsprechende Regionalatlanten. Das war dann doch ein sehr erfolgreiches Projekt. Aber wie gesagt, angefangen hat es in der Gascogne. Gascogne ist auch sprachlich sehr auffällig und sehr interessant. Das lag auch daran, dass ein Schüler von Albert Dozat, Jean Segui, sich eben mit dem Gascognischen besonders beschäftigt hat und dann auch Professor in Toulouse geworden ist und eben diesen Atlas vorangetrieben hat, den Atlas Linguistique de la Gascogne, mit einer völlig neuen Herangehensweise, einer neuen Methode der Dialektometrie, die Jean Segui sich halt zusammen mit seinen Mitarbeitern ausgedacht hat und die für die weitere Sprachgeografie richtungsweisend ist. Also heute sind alle Atlanten in irgendeiner Weise dialektometrisch. Aber wie gesagt, erfunden von Jean Segui. Da habe ich hier die Schüler mal aufgezählt, Jacques Allier. Vor allen Dingen, der hat angefangen beim Atlas Linguistique de la Gascogne als im Grunde als studentische Hilfskraft und ist da über Land gefahren, hat Aufnahmen gemacht mit seinem Motorrad, hat dann auch einen Motorradunfall gehabt. Ist dann aber viele Jahre tätig geworden, mehr oder weniger als Nachfolger von Jean Segui. Ich habe Jacques Allier auch persönlich kennengelernt während meines Studiums in Toulouse. Xavier Ravier, der dann auch ein Atlas Linguistique de l'Occitan Central, glaube ich, gemacht hat. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. Er hat jedenfalls auch einen zweiteiligen Sprachatlas gemacht aus dieser Reihe der regionalen Sprachatlanten, die überwiegend auch hier in der Bibliothek zu finden sind. Ein weiterer Schüler von Jean Segui, Jean-Louis Fossat oder Fossat, je nachdem, wie man es aussprechen will, der vor allen Dingen den ethnografischen Aspekt sehr vorangetrieben hat. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Und dann haben diese Schüler auch wieder einen bekannten Schüler, Hans Göbel aus Salzburg, der lange Zeit Professor in Salzburg war und eben auch über die Dialektometrie gearbeitet hat, der sozusagen auch das theoretische Hauptwerk über die Dialektometrie verfasst hat, was dann natürlich weit rezipiert worden ist. Also zunächst mal zu den Neuerungen dieses Atlas-Projekts, des Nouvel Atlas Linguistique de la France par Région. Die Neuerungen und vor allen Dingen natürlich ein dichteres Aufnahmenetz, das ist ja selbstverständlich, klar, denn das war das Hauptproblem, ja, also dichter als der ALF. Und man hat natürlich Bezug genommen auf den ALF und hat dahingehend das Aufnahmenetz erweitert, indem man um die einzelnen Messpunkte herum weitere Messpunkte genommen hat. Da hat man etwas anderes noch geändert, nämlich man hat weniger Abstrakta, sondern mehr landwirtschaftliche Termini. Denn das Problem ist ja, man hat ja Aufnahmen vor allen Dingen im ländlichen Bereich gemacht. Wenn man jetzt Leute fragt, die vor allen Dingen in der Landwirtschaft tätig sind, nach irgendwelchen Begriffen, die denen nicht so geläufig sind. Wir hatten das vorletzte Mal das Problem mit der Kohle. Wenn die Leute nicht mit Kohle heizen, dann haben sie möglicherweise auch kein Wort dafür in ihrem Dialekt, sondern nehmen dann das Wort der Hochsprache.
Das ist natürlich nicht so gut. Dann hat der ILF auch noch ein paar weitere Abstrakta, die problematisch sind. Das sind auch schon solche Wörter, wie wenn man sagt, Leid und Glück und Trauer, das sind auch schwierige Wörter, die nicht jeder jederzeit verwendet in einem eher landwirtschaftlich geprägten Kontext. Man hat also mehr landwirtschaftliche Termini genommen. Das hängt auch mit einem anderen Aspekt zusammen, den ich weiter unten hier aufgeführt habe, den ethnografischen Elementen. Ich komme dann da noch drauf. Dann hat man an der Befragungstechnik gefeilt. Man hat also verschiedene Formen der Befragung genommen, komme ich auch gleich noch drauf, also nicht einfach nur Wörter abgefragt. Was da gemacht wurde, erläutere ich Ihnen gleich noch genauer. Man hat mehrere Informanten an einem Ort genommen. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man immer nur einen Informanten hat, ist das möglicherweise problematisch. Wir können das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal diskutieren beim italienischen Sprachatlas, weil es zum italienischen Sprachatlas ein sehr umfangreiches Werk gibt mit Kommentaren. Und dann ist dann plötzlich, dann lesen Sie plötzlich in dem Kommentar, naja, es hat sich dann im Laufe der Enquete, der Erhebung herausgestellt, dass unser Informant an dem Ort den Sommer über immer als Fremdarbeiter woanders arbeitet. Das ist natürlich dann schlecht, wenn man das erst zu einem späten Zeitpunkt herausfindet oder erst, wenn man überhaupt mit der Erhebung fertig ist. Und dann ist es halt besser, wenn man mehrere Informanten am Ort hat. Das hat man hier also beachtet. Und das konnte man natürlich sehr gut, wenn man immer nur einzelne kleine Regionen hat, große Regionen dann nochmal unterteilt hat, also West- und Ostpyrenäen oder West- und Ost des Languedocs oder so, dann hat man ja wirklich sehr kleine Gegenden, wo man halt wirklich dann auch sich die Zeit nehmen kann, mit mehreren Informanten an einem Ort zu arbeiten. Ja, dann hat man immer versucht, einheimische Enquêteure zu finden. Also ein Enquêteur ist jemand, der eine Erhebung macht, eine Enquete eben für den Atlas, der die Befragung durchführt, also ein Befrager, wenn man das auf Deutsch übersetzen möchte. Und da hat man halt Leute vom Ort genommen. Das ist sicherlich gut. Also ich habe ja selber auch Sprachaufnahmen gemacht in den Pyrenäen, in der Gascogne, im Périgord und dann auch in Italien. Und ich habe festgestellt, dass es wirklich hilfreich ist, wenn man da nicht alleine kommt, sondern wenn man jemanden vom Ort dabei hat, der vielleicht auch schon das Vertrauen der Leute genießt und der auch ungefähr weiß, auf was es ankommt. Auch hinterher bei der Transkription ist das wichtig, denn wenn man weiß, was einen erwartet, versteht man auch mehr. Wenn man die Bedingungen vor Ort kennt, die Ortsnamen kennt, die Namen der Leute kennt, ist das alles viel, viel leichter, als wenn man da völlig fremd ist. Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich auf Malta, als ich dort eine Befragung auf Maltesisch gemacht habe. Ich habe immer nur sehr schwer verstanden, was die Leute da eigentlich gesagt haben. Vor allen Dingen, wenn die in Fahrt gekommen sind und viel erzählt haben. Also mein Maltesisch war einfach zu schlecht. Und indem man halt mit Einheimischen zusammenarbeitet, hat man da noch ganz große Vorteile. Also nicht nur für die reinen Aufnahmen, sondern auch für die Transkription ist das wirklich hilfreich, mit Leuten vor Ort zusammenzuarbeiten. Hat man hier gemacht. Man hat immer Leute genommen, die sich in der Gegend auskennen. Also man hat nicht Fremde genommen, also wie gesagt. Ja, dann ethnografische Elemente hat man berücksichtigt. Also man hat sich beschäftigt mit der Alltagskultur dort und hat halt entsprechend dann auch Fragen gestellt und auch Bilder gemacht, Abbildungen gemacht, zum Teil gezeichnet hier noch beim ALG, bei anderen Atlasprojekten dann mit Fotografie. Indem man halt die Objekte, die benutzt wurden, eben auch festgehalten hat. Also man hat tatsächlich das gemacht, was man heute vielleicht auch als Kulturwissenschaft bezeichnen könnte. Man hat also nicht nur nach der Sprache gesucht, sondern eben auch nach den Gegenständen, die gebraucht wurden und die Häuser, wie sie aussahen, und hat sich das beschreiben lassen und so. Also ethnografische Elemente. Deshalb heißt der Atlas auch vollständig Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne. Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne.
Ja, und dann hat man noch etwas anderes gemacht, von dem ich Ihnen gesagt habe, dass es eigentlich nicht so schön ist. Man hat sich an den Departementsgrenzen orientiert. Wie schon gesagt, die Departementsgrenzen sind nicht unbedingt die richtigen Sprachgrenzen. Aber es gibt, wenn man das tut, hat man den Vorteil, dass man erstmal etwas nimmt, an dem sich alle orientieren können in Frankreich, weil die Departementsgrenzen mehr oder weniger bekannt sind heute. Und es hat natürlich auch tatsächlich den Vorteil, da es sich nicht um Sprachgrenzen handelt, dass man sozusagen ein objektives Raster hat und dann vielleicht die Sprachgrenzen sogar noch besser erkennen kann. Also dafür hat man sich entschieden, muss man nicht so machen, aber das war eine Entscheidung, die eben auch vor dem Hintergrund gemacht wurde, dass man halt ein Raster haben will, was einfach für die Arbeit gut ist und nicht unbedingt auch mit Sprachgrenzen übereinstimmt. Ja, dann gibt es technische Neuerungen, die natürlich ganz, ganz wichtig sind. Also seit 1953 wurde ein Tonband eingesetzt. Das war inzwischen erfunden und ist natürlich ein sehr großes, sehr gutes Hilfsmittel. Anfang des 20. Jahrhunderts sagte ich ja schon, ab 1901 gibt es tatsächlich schon Sprachaufnahmen mit Wachsweißen, aber das ist natürlich nicht so schön, nicht so präzise. Und vor allen Dingen waren das sehr unhandliche Geräte, die man da benutzt hat. Und mit dem Tonband, das ist relativ klein, da kann man schön durch die Gegend reisen. Später wurden dann auch Kassetten benutzt, nachdem es Kassettenrekorder gab. Und dann tatsächlich in den 90ern kamen ja diese DAT-Rekorder auf, da hat man die benutzt. Und heute kann man halt, hat man Aufnahmegeräte, die voll digital sind, das ist natürlich verbessert natürlich alles immer mehr. So, dann kommt noch was dazu, seit den 80ern eben auch die Informatisierung des Materials, also das wird digitalisiert, hätte man eigentlich besser schreiben können, Digitalisierung, ich habe Informatisierung geschrieben, weil es nicht nur darum geht, dass man das Material digitalisiert, sondern dass eben die gesamte Auswertung eben mit Computerunterstützung auch stattfindet. Also nicht mehr mit irgendwelchen Karteikarten, sondern habe ich mir gedacht, Informatisierung ist vielleicht umfassender als Digitalisierung, weil man gerade am Anfang in den 80er Jahren ja die Aufnahmen immer noch auf Tonband gehabt hat, aber man hat die gesamte Auswertung zunächst mal noch über Lochkarten und so und dann später eben ohne Lochkarten mit den Mitteln der Informatik durchgeführt. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Neuerung, die eben auch vielleicht eher technischer Art ist. Es gibt neue Kartentypen. Traditionell bei Wenker, bei Coquebert de Montbré sowieso, bei Wenker und dann auch bei Gilleron sind die Karten strikt positivistisch. Man hat auf der Karte abgebildet, was die Informanten zuerst gesagt haben. Manchmal auch zwei Wörter, aber das, was sie zuerst gesagt haben, ist auf der Karte. Man hat dann keine weitere Interpretation mehr gemacht. Die hat man ausgelagert. Also Gilleron hat ja dann später Aufsätze geschrieben über die Carte Abbey, über Pathologie und Therapie. Das habe ich Ihnen ja schon erläutert. Da hat er Auswertungen gemacht, aber der Atlas ist rein positivistisch. Also genau die empirisch erhobenen Daten sind dort abgebildet. Also wir werden gleich noch sehen, dass das auch schon eine Abstraktion ist, aber es ist halt sehr positivistisch, also möglichst wenig Interpretation. Und Dossard hat eben vorgeschlagen, dass das nicht ausreicht. Er hat eben gesagt, er hat eben vorgeschlagen, noch andere Karten hinzuzunehmen, aufzunehmen in die Atlanten. Nämlich Karten, die schon Interpretationen bieten. Also sogenannte interpretierende Karten, die ich hier geschrieben habe. Inverse Karten, auf denen eben, auf denen man das, also praktisch abgebildet hat, was man eben nicht verwendet. Also Negativkarten wird das auch genannt. Also inverse Karten ist nicht das gleiche wie Negativkarten. Negativkarten sind tatsächlich Karten, auf denen das, was nicht vorkommt, abgebildet ist. Das ist also auch manchmal ganz interessant. Die Karte ist ja sehr unübersichtlich, aber wenn man zum Beispiel sagt, na, an welcher Stelle bleibt denn das A erhalten, ist es eben nicht die Umwandlung von A zu E, dann kann man eben solche Karten haben, wo nur das drauf ist. Also bei inversen Karten ist einfach das Ergebnis umgekehrt.
Also hat man dann, sagen wir es auch als Negative, aber man bildet halt etwas ab und dann kehrt man das Ganze um. Also eine bestimmte Ausbreitung eines Phänomens und dann wird es halt umgekehrt. Dann gibt es auch Transparentkarten, das sind also Karten, die durchsichtig sind, die man auf eine andere Karte drauflegen kann zum Beispiel. Also das fängt schon damit an, dass man halt einfach mal die Ortsnamen alle hat und auf eine andere Karte drauflegen kann. Oder eben auch eine Karte, auf der ein Phänomen drauf ist und das ist dann transparent und man kann es auf eine andere Karte drauflegen. Also das sehen Sie sehr schön beim Atlas Linguistique de la Gascogne. Wir haben den ja hier in der Bibliothek. Da gibt es dann einen ganzen Kasten mit transparenten Karten, ja, die man dann benutzen kann. Ich weiß nicht, ob das hier alles frei zugänglich ist. Es war mal frei zugänglich, aber das Problem bei diesen Transparentkarten ist immer, dass die manchmal gestohlen werden. Müssen Sie mal gucken. Ja. Also auf jeden Fall neue Kartentypen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das können Sie sehr schön sehen, wenn Sie den Atlas anschauen. Die verschiedenen Karten sind dort alle zu sehen. Vor allen Dingen, wenn Sie fortschreiten. Der Atlas beginnt sehr traditionell. Wenn Sie dann mal zu Band 6 und Band 7 kommen, dann finden Sie vor allen Dingen die anderen Kartentypen. So. Ja, zur Befragung jetzt. Was wurde gefragt? Also wie gesagt, sollte sich möglichst nah an dem Kenntnisbereich der Informanten orientieren. Man begann also mit dem Haushalt. Dann ging man von da aus über in die Natur, also Phänomene der Natur, Mensch, Tier, dann und dann die Tätigkeiten der Menschen natürlich vor allen Dingen. Und das sind ist so die Leitlinie für die Befragung. Da hat man dann eben auch festgestellt, dass es dann auch bestimmte Schwierigkeiten gibt, dass man, wenn man zum Beispiel Vögel abfragt, dass man dann oft besser mit Männern zusammenarbeitet, während wenn es um Fragen des Haushalts geht, beziehungsweise solche Sachen wie Kindererziehung und so, dass man dann vielleicht besser mit Frauen zusammenarbeitet, dann hat man eben auch, weil man nicht darauf angewiesen war, nur einen Menschen vor Ort zu befragen, hat man das dann eben auch entsprechend berücksichtigt. Ja, und dann ein ganz neues Konzept, das Konzept des Ethnotextes. Was ist ein Ethnotext? Naja, zunächst mal ist das ein Text, den jemand produziert. Also wenn man Leute befragt, dass sie einem irgendwas erzählen, das ist ein Ethnotext. Man hat allerdings diesen Begriff Ethnotext dann sehr weit gefasst für den Atlas. Also praktisch jede Äußerung, die der Informant tut im Zuge der Befragung, wird dann eben als Ethnotext aufgefasst, registriert und dann möglicherweise auch für den Atlas ausgewertet. Ja, und ein Grund, warum man eben so viel angehäuft hat an Materialien, ist das sogenannte Beobachterparadoxon. Das ist ein Phänomen, was wir in der empirischen Sprachwissenschaft immer haben. Wenn man Leute befragt, dann verhalten sie sich anders, als wenn sie nicht befragt werden. Und das ist das Beobachterparadoxon. Also unter Beobachtung verhalten sich die Leute anders. Man will aber herausfinden, deshalb ist eben das Paradox, wie sich die Leute unbeobachtet verhalten. Man kann sie aber nur durch Beobachtung beobachten. Das versteht sich ja von selbst. Also man hat zwar immer mal vorgeschlagen, man könnte die Leute doch mal geheim aufnehmen mit versteckten Mikrofonen und so. Das ist aber alles ethisch problematisch. Das sollte man vielleicht doch nicht tun. Und so haben wir halt immer das Problem, dass die Leute unter Beobachtung sich vielleicht anders verhalten. Gerade im Hinblick auf das Problem der Diglossie, das hatte ich Ihnen ja schon erläutert. Bei der Diglossie haben wir ja das Problem, dass man herausfinden, dass es eben zwei verschiedene Sprachformen gibt. Eine, die Leute unter sich verwenden und eine andere, die sie mit Auswärtigen verwenden. Und jetzt will man aber an die rankommen, die Leute benutzen, wenn sie unter sich sind. Und ja, man ist aber von außen. Also es ist schon ein bisschen dadurch abgesprochen, dass man Leute nimmt, die direkt aus der Region auch sind. Aber auch die sind irgendwie außenstehend. Dann wird da ein Tonbandgerät aufgebaut und so. Und dann ist natürlich das Verhalten der Leute anders. Ja, und da gibt's halt Überlegungen,
wie man die, das Beobachterparadoxon in gewisser Weise in den Griff bekommt. Und der Terminus, der hier in Klammern steht, kumulative Konvergenz, ist ein sehr moderner. Der ist erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts aufgekommen durch die Arbeiten von William Labov. Bin sogar relativ sicher, dass die Bezeichnung von Labov ist. Das weiß ich nicht, vielleicht hat das vorher schon jemand verwendet. Das Problem ist aber implizit, ohne dass es wirklich benannt worden ist, schon sehr viel länger bekannt. Und auch die Techniken, die verwendet werden, sind schon länger bekannt, ohne dass sie so eine bestimmte Bezeichnung haben. Also die Bezeichnung, die man heute verwendet, ist die der kumulativen Konvergenz. Was hat es damit auf sich? Da kann man sich leicht aus den Wörtern erklären, kumulativ. Cumulus ist der Haufen. Also man häuft sehr viel Evidenz an, also sehr viel Material. Und dann sollte das, was man da sieht, konvergieren, sollte in die gleiche Richtung gehen. Und das ist eben genau das, was man herausfinden will. Also die Realität zeigt sich dadurch, dass eben, wenn man viel Material anhäuft, das Material immer in die gleiche Richtung weist, also konvergiert. Und deshalb macht man halt viele Befragungen und dann stellt man plötzlich fest, es gibt eine gewisse Konvergenz in eine bestimmte Richtung und kann dann sagen, im lokalen Dialekt wird eben A zu E. Auch wenn die Leute manchmal A sagen. Weil das als schicker gilt oder so. Ja, das ist genau hier gemacht worden. Also ohne, dass der Name kumulative Konvergenz, also die Bezeichnung klar war, hat man für den Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne, ALG, eben tatsächlich dieses Prinzip angewandt, viel Material gesammelt und dann eben gesehen, konvergiert es in eine bestimmte Richtung. Ja, und dazu braucht man eben eine neue Technik. Und das ist eben die Technik der Dialektometrie, die ich Ihnen jetzt schon mal in einem ersten Zugang näher bringen will. Wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt noch mal so ein bisschen damit beschäftigen, vor allen Dingen, weil es recht komplex ist. Und jetzt hören Sie mir schon eine Dreiviertelstunde fast zu und man weiß ja, dass danach die Aufmerksamkeit abnimmt und jetzt kommen aber die ganzen schwierigen Sachen. Also das müssen wir dann vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt aufgreifen. Aber es ist natürlich gut, wenn man Dinge mehrfach hört, dann prägen sie sich dann vielleicht auch besser ein oder das Verständnis wird größer. Also Dialektometrie, das können Sie auch alles nachlesen in Hans Göbels umfangreiche Arbeit Dialektometrische Studien in 3 Bänden. Und da wird uns auch erläutert, worum es geht. Die Dialektometrie, also ein Sonderfall der Taxometrie. Taxometrie ist etwas, was es in anderen Wissenschaften auch geht. Und das ist eben die Taxometrie bezogen auf die Dialekte, die Dialektometrie. Und Taxometrie ist auch ein anderes Wort für die numerische Taxonomie. Ja, da steht dann, worum es geht. Eine der Erkennung von Ordnungsstrukturen bzw. Ordnungsmustern dienende Klassifikationsmethodologie. Ja, Muster und Strukturen, das ist natürlich das, worum es immer geht bei der Geolinguistik oder der Sprachgeografie. Sie erkennen auf den Karten Muster. Das hatten wir auch ganz zu Anfang schon bei den Karten aus dem World Atlas of Language Structure. Da konnten wir eventuell Muster erkennen, zum Beispiel, dass bestimmte Farbsysteme in der Nähe des Äquators vorkommen. Da mussten wir natürlich fragen, warum ist das so? Also das eventuell dann auch noch plausibel machen, aber ein Muster konnte man da schon erkennen. Also es geht um die Mustererkennung und das versucht man hier mit einer bestimmten Methode voranzutreiben, also Klassifikationsmethodologie. Methodologie. Ja. Wie geht das? Ja, hier ist es nochmal vereinfacht dargestellt. Wir haben etwas, was es auszuwerten gilt, nämlich die Sprachdaten. Das nennt man auch Taxandum. Und von diesen Sprachdaten müssen wir zu einer Karte kommen. Also vom Taxandum zur Karte. Und das sind halt die Schritte, die wir dazu brauchen. Also wir fangen an mit den Sprachdaten. Und da gibt es also einen Korpus, wie man sagt. Das Korpus besteht aus dem, was wir bei der Aufnahme herausbekommen haben, zusammen mit dem Ort, wo es sich befindet. Also kann sozusagen von so Tupeln ausgehen,
Sprachdaten und Ort. Und natürlich ist das schon eine Abstraktion. Denn wir haben bei den es ist nicht nur eine Abstraktion, es ist sogar schon eine ganze Kette von Abstraktionen. Wir haben ja Sprachaufnahmen gemacht, die hören wir uns dann an und transkribieren das. Und da lassen wir bei der Transkription schon mal irgendwas weg, was wir nicht erkennen, ne? Weil die Leute vielleicht zu leise gesprochen haben. Oder was uns nicht interessiert, wenn die Leute zum Beispiel gezögert haben, oder so gesagt haben, das wird dann einfach nicht mittranskribiert. Dann kann man natürlich auch nicht jeden Laut genau hören. Dann denkt man so, na, das könnte ein E sein, das schreibt man E hin, das war aber kein E, sondern oder so. Also da sind schon sehr viele, also eine ganze Menge Abstraktionen drin. Das sind jetzt zwar erste Abstraktion, aber es ist nicht eine Abstraktion, sondern eigentlich schon ganz viele. Da ist schon ganz viel passiert, bis wir die Sprachdaten haben, die Grundlage für die eigentliche Arbeit sind. So, jetzt nehmen wir diese Sprachdaten und machen daraus Karten. Gut, da ist noch nicht sehr viel dabei, das ist im Grunde das Korpus. Und dann wird aber weitergearbeitet mit Arbeitskarten. Sie erinnern sich, Karte AB, da ist dann noch einiges eingezeichnet worden. Daraus ist dann eine Arbeitskarte entstanden, die habe ich Ihnen vorhin auch nochmal gezeigt. Also aus den aus der Karte mit den empirischen Daten wird dann eine etwas abstraktere Karte, die man hinterher auswertet, also diese Arbeitskarte. Das ist dann schon die zweite Abstraktion. Dann werden bestimmte Festlegungen gemacht. Also Festlegungen darüber, was wir denn jetzt eigentlich genauer untersuchen wollen. Wie gehen wir um mit Doppelnennungen auf der Karte und so. Also es werden einige Festlegungen gemacht, die noch vor der eigentlichen Auszählung liegen. Also nachdem man diese Festlegungen gemacht hat, beginnt man erst mit der Auszählung. Das zeige ich Ihnen gleich an einem Beispiel, wie das geht. Dann hat man ein numerisches Ergebnis, also ein sogenanntes numerisches Korpus, und daraus wird dann wieder eine Karte produziert. Also wie gesagt, wir schauen uns das gleich nochmal an einem Beispiel an. Aber das sind halt die Schritte, die durchlaufen werden. Und Sie sehen, von den Sprachdaten bis zur Karte ist dann ein weiter Weg. Gut, das ist aber nun nichts Besonderes. Das ist einfach das typische Vorgehen in der Wissenschaft. Die Objektwelt ist halt so komplex, dass wir immer Abstraktionen von Objektwelten brauchen in der Wissenschaft. Also jede Form der Wissenschaft beschäftigt sich mit Modellwelten. Und die Modellwelt ist immer eine Abstraktion der Objektwelt. Es geht halt nicht anders. Objektwelt ist halt zu schwierig, die kriegen wir nicht in den Griff. Wir müssen halt eine Modellwelt daraus abstrahieren. Und das ist eben genau das, was man als Abstraktion bezeichnet. Die Modellwelt, die aus der Objektwelt entsteht. Natürlich müssen Objektwelt und Modellwelt in einem Zusammenhang stehen. Und die können nicht losgelöst sein. Wenn die Modellwelt nichts mit der Objektwelt zu tun hat, ist es nicht mehr Wissenschaft. Die muss in einem bestimmten Verhältnis stehen. Also habe ich hier diesen Doppelfall dazwischen gemacht. Die bedingen sich gegenseitig. Das ist natürlich auch Form der Implikation. Und dann geht es um das Testen von Hypothesen. Man bildet Hypothesen und testet die anhand unserer Objektwelt. So, Erkenntnisinteresse, das wissen Sie eigentlich alle schon, weil wir das schon mehrfach besprochen haben, was das Erkenntnisinteresse der Sprachgeographie ist. Sprachliche Innovationen, Ausbreitung von sprachlichen Innovationen, Herkunft und Ursache von sprachlichen Innovationen, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, Sprachkontakt, kulturelle Innovation, Rückzugsgebiete, Geophysik, Verkehrswege, politisch-kulturelle Grenzen, Kompensation, zumindest als Hypothese, halte ich für fraglich, aber das liest man eben bei Girard. Zusammenhang von Sprache und Kultur im Sinne der Ethnographie. So. Ja, also schauen wir uns jetzt mal nochmal näher unsere numerische Taxonomie an, dann auch mit einem Beispiel. Also numerische Taxonomie, Verknüpfung von Messpunkten mit Merkmalen. Das Beispiel ist wieder die Gascogne. Da sehen Sie nochmal die Karte. Das sind die ALF-Punkte, das sind die Isoglossen, die da drin stehen, die natürlich auch schon eine gewisse Auswertung darstellen. Und die Isoglossen sind hier nochmal aufgeführt. Also
lang L zu R, F zu H, oder 4 N wird zu 0, also Nasalkonsonanten verschwinden zwischen Vokalen und so weiter. Also hier habe ich mal welche rausgenommen in dieser Tabelle. Und da sehen Sie oben die Merkmale F zu H, Auftreten von K im Aussagesatz, der sogenannte Enunziativ, R als Anlaut, also statt R, Schwun von N zwischen Vokalen, langes L wird zu R, langes L im Auslaut wird zu T, das sind also die typischen Merkmale des Lautwandels in der Gascogne. Dann das Auftreten von BG und Hasan statt Gatt, also statt dem Etymon Gallus, also Bezeichnung für den Hahn. Und das sind also typische Merkmale fürs Gaskognische. Nun, lautliche Merkmale wie F zu H und das Schwun von N zwischen Vokalen oder eben auch syntaktische Merkmale wie das K oder lexikalische Merkmale wie der Ersatz des Wortes für Hahn durch BG und Hasan. Ja, links sehen Sie die Orte. Die haben irgendwelche Nummern, ich habe jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 geschrieben, also 5 Orte, an denen die Merkmale vorkommen oder nicht. Wir haben zunächst den Ort 1, der ist ganz am Rand der Gascogne, da treten die ganzen Merkmale des Gasconischen nicht auf, aber überall 0. Ja. Und ja, wenn wir jetzt das kumulieren, haben wir 0 von 8 möglichen Merkmalen, ist 0. Dann der Ort 2, der ist auch am Rand der Gascogne. Nee, der ist nicht am Rand der Gascogne, der tritt schon sehr viel auf. Das K, also relativ noch am Rand, das K tritt nicht auf. Sie sehen das hier auf der Karte. Und die Linie K, wo war sie? K war Linie 7. Linie 7. Also irgendwo da nördlich im Medoc sind wir mit dem Punkt 2. Da findet F zu H statt, aber K findet nicht statt, R findet statt. Zwischenvokalischer Schwund von N, haben wir irgendwie gerade keinen Beleg. Wissen wir nicht. Und zu BG und Azar haben wir auch keinen Beleg. Da haben wir halt ein Fragezeichen. Aber wir haben 6 Belege und 2 von 6 sind typisch gaskonisch. 2, ich sehe gerade, das sind eigentlich 3 und 6. F zu H. Da steht ja jetzt. Na, möglicherweise habe ich mich da irgendwie vertan. Nehmen wir den dritten. Da ist jedenfalls eindeutig. Das müssen 3 von 6 sein bei 2, ja, genau. F zu H, A, sogar 4. 4 von 6. Nicht 2 von 6, 4 von 6. So, bei 3 haben wir ganz klar 5 Merkmale. Nur das R am Wortanfang kommt nicht vor und der Schwund von N kommt nicht vor. 5 von 8, wir haben aber alle 8. Also nirgendwo ein Fragezeichen. 4 ist nun ganz im Zentrum der Gascogne, da sind alle Merkmale des Gasconischen da. Also 8 von 8. Und bei 5 fehlt wieder was, da ist das N erhalten geblieben, nicht geschwunden und das L im Auslaut wird nicht zu T, sondern bleibt L und wir haben auch kein Ersatzwort für den Hahn, klar, Gall ist, ja. Also 5 von 8. Ja, da haben Sie dann jeweils die Summen und das Ganze auch nochmal, also wenn Sie mal jetzt vom Rechenfehler in 2 aus absehen, dann jeweils immer das Ganze nochmal umgerechnet ja in Bezug auf 1, also 8 zu 8 sind 1, 5 von 8 sind 0,63, also dezimal. Oder wenn Sie so wollen, in Prozent, wenn Sie das Komma und 2 Stufen nach rechts verschieben. Dann habe ich auch in jeder Spalte immer noch die Summen gebildet, das ist vielleicht jetzt weniger interessant, aber wir können immerhin sagen, an 2 von 4 Orten, weil wir an einem keinen Beleg haben, gibt es eben das Ersatzwort oder ein Ersatzwort für Hahn zum Beispiel. Also von daher
Das ist auch interessant, also diese Spalten zusammenzurechnen. Also ein Problem, was Sie gesehen haben, ist das der Messlücke, also immer da, wo ein Fragezeichen ist, wie gehen wir damit um? Und Sie sehen, ich habe einfach die Messlücken dann nicht berücksichtigt. Das ist auch das gängige Verfahren in der Dialektometrie. So, also man kann die Sachen zusammenrechnen und findet dann eben schon sozusagen die Gaskonizität eines Ortes heraus, also wie gaskonisch ist es, wie viele gaskonische Merkmale haben wir an einem Ort. Also der Ort 4 zum Beispiel hat eben diese vielen Gaskonismen, das ist also ein zentraler gaskonischer Ort, und Ort 1 ist irgendwie ganz am Rande des Gebiets. Was man dann noch machen kann, man kann die Entfernung zwischen Orten nehmen, und zwar jetzt nicht die Entfernung im Raum, sondern die sprachliche Entfernung. Also wie sehr stimmen zwei Orte miteinander überein? Und das macht man, indem man die sogenannte Hamming-Distanz berechnet. Das sehen Sie hier. Sieht kompliziert aus, ist aber eigentlich gar nicht so kompliziert. Es ist einfaches Abzählen im Grunde. Also sieht kompliziert aus, ist aber einfaches Abzählen. Also wir können uns das ansehen, wir vergleichen Ort 3 mit Ort 5 und stellen fest, die haben beide F zu H. Also stimmt überein, keine Distanz, deshalb 0. Zwischen K haben sie auch beide, deshalb 0, stimmt überein. Dann haben wir R, Ort 3 hat A nicht, aber Ort 5 hat R. Das heißt also, es ist unterschiedlich, deshalb kommt da die 1 dahin. Die haben beide nicht N-Schwund zwischen Vokal, also kommt da eine Null hin, weil sie übereinstimmen. L wird zu R an beiden Orten, also kein Unterschied, deshalb 0. L wird zu T bei 3, aber nicht bei 5, deshalb Unterschied 1. Und Begay und Asan gibt's nur bei 3, nicht bei 5, also wieder ein Unterschied, tragen wir also wieder eine 1 da ein. Das heißt, an 3 von 8 Punkten gibt's Unterschiede. Wir haben also 3 Unterschiede, der Rest stimmt überein. Und dann sagt man, es gibt eine Hamming-Distanz, Delta H, von 0,38. Wenn wir Ort 2 mit Ort 3 vergleichen, dann, das geht ganz genauso, bei K gibt es einen Unterschied, da kommt dann eine 1 hin. Bei A gibt es einen Unterschied, da kommt eine 1 hin. Über den Schwund von N zwischen Vokalen können wir nichts aussagen, weil wir kein Messergebnis haben an Ort 2 für den Schwund. L wird zu R an beiden Orten, also kein Unterschied. L wird zu T an beiden Orten, kein Unterschied, also außerhalb des L. Und Begay Hasan können wir wieder keine Aussage machen, weil wir keinen Befund zu Begay Hasan haben an Ort 2. Das heißt, wir haben nur 6 Punkte, wo wir einen Unterschied feststellen können oder nicht. Zweimal haben wir einen Unterschied festgestellt, also Hamming-Distanz 0,33. Also Ort 2 und Ort 3 sind näher beieinander als Ort 3 und Ort 5. Jetzt wird noch 3 und 4 verglichen. Da gibt es nur zweimal Unterschiede, nämlich bei Art und bei dem Schwund von N. Das heißt also 2 von 8, die Hamming-Distanz ist also geringer, nämlich 0,25. Ja, das können wir natürlich wieder auf Karten übertragen. Also hier haben Sie eine solche Karte auf der Ebene des Atlas Linguistique de France gemacht von Hans Göbel. Er hat einen Ausgangspunkt irgendwo bei Paris da oben. Ich könnte sagen Paris, aber Paris ist natürlich, kommt natürlich nicht vor in dem Atlas. Aber das ist praktisch die Region Parisienne. Und dann schaut man, gibt es Übereinstimmungen oder Unterschiede. Die meisten Übereinstimmungen, das ist dann hier was mit Farben gekennzeichnet, also wenn viele Übereinstimmungen sind, dann wird es rot gekennzeichnet, die nächste Stufe der Übereinstimmung orange, gelb, grün, hellblau und dunkelblau. Also bei den dunkelblauen Feldern ist die Übereinstimmung am geringsten. Und dann erkennt man also sehr schön die Struktur der französischen Sprachlandschaft. Aufgrund der Hamming-Distanz, man stellt also fest, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen Languedoc und Languedoc, ein Übergangsgebiet, man kann sehr schön das Franco-Provenzalische hier erkennen und den Croissant, dieses Übergangsgebiet da in grün,
Hier sind noch so seltsame Vorposten. Auch nochmal hier unten, das hatten wir das letzte Mal auch schon gesehen. Da sind auch nochmal so ganz an der Grenze Aufwendigkeiten. Aber man kann also sehr schön erkennen, wie die sprachliche Gliederung Frankreichs ist in Bezug auf die Hemmingdistanz über alle Karten hier berechnet. Also 1421 oder Karte 1 bis 1421 Übereinstimmungen und Unterschiede und dann eben die Hemmingdistanz. Ja. Das ist sehr viel übersichtlicher als diese Karte. Von daher ist es durchaus ein Vorteil. Also welche Vorteile gibt es? Ich habe sie hier nochmal aufgeschrieben. Die arealen Varietäten sind besser abbildbar, also auch im Detail besser abbildbar. Ja, also man kann auf dieser Karte zum Beispiel irgendwelche Vorposten nicht gut erkennen. Hier kann man das gut erkennen. Ne? Also diese gelben Flecken da in dem grünen Bereich, oder hier nochmal hellblau im dunkelblauen Bereich oder hier diese ganz extremen Außenposten. Also sowas sieht man sehr viel besser, kann man hier sehr schlecht erkennen. Also Arealvarietäten sind besser abbildbar. Man verzichtet auf Isoglossen, die halt unübersichtlich sind letztlich, durch die Einfärbung und sogenannte Choropleten. Was ist eine Choroplete? Na, das sind diese Felder, diese farbigen Felder. Das sind nicht die wirklichen Grenzen der Gemeinden, die untersucht wurden, sondern das sind mathematisch konstruierte Grenzen. Man hat die Punkte in Flächen umgesetzt. Da gibt's ein mathematisches Verfahren, mit dem das möglich ist. Ich lasse das mal weg hier, das kann man auch mit Formeln zeigen. Also das ist so eine geometrische Konstruktion. Also die Choroplete ist eine geometrische Konstruktion. Wie man das macht, überlassen wir mal den Computer. Das wurde kritisiert, als man damit angefangen hat. Man hat gesagt, warum nehmen wir nicht die wirklichen Grenzen der Gemeinden? Die sind aber zum Teil irreführend. Das werden wir noch mal sehen beim italienischen Sprachatlas. Denn auch Verwaltungsgrenzen sind möglicherweise willkürlich und spiegeln nicht wirklich wider, wie die Zusammenhänge vor Ort sind. Also wer wo zum Markt geht, wer wo zur Kirche geht. Und das ist das eine Problem. Dann haben wir das andere Problem, dass bei den Sprachatlanten Aufnahmen gemacht wurden, nicht nur an einem Punkt in einer Gemeinde, sondern an verschiedenen Punkten, die nicht unbedingt die Hauptorte der Gemeinde sind. Also ich selber habe das deutlich erlebt in Italien, wo ich Aufnahmen gemacht habe. Wir werden uns den italienischen Sprachatlas auch nochmal ansehen. Da gibt es dann eben eine Großgemeinde, gerade in Apennin. Ja, die ist aber nicht wirklich interessant, weil sie ein großes Gebiet zusammenfasst, was möglicherweise sprachlich unterschiedlich ist. Man macht dann also die Erhebung besser in den Orten, in den Bergen und nicht im Hauptort der Gemeinde im Tal. Und die passen dann wieder nicht zu den Gemeindegrenzen. Also wir sind letztlich darauf angewiesen, eine gewisse Abstraktion hier reinzubringen. Und diese mathematische Abstraktion ist vielleicht gar nicht die schlechteste. Also, wie gesagt, ist aber auch umstritten. Dann kombiniert man Karten, also Häufigkeitskarten macht man, das habe ich Ihnen ja vorhin abstrakt vorgeführt, ne, dass man halt mehrere Dinge zusammenfasst, um die Dialektalität, in dem Fall die Gaskonizität eines Ortes festzustellen. Dann kann man, wenn man das möchte, Merkmale gewichten, sagen, das Merkmal ist wichtiger als ein anderes. Habe ich hier im Grunde implizit auch gemacht, weil ich bestimmte Merkmale ausgewählt habe für das Feststellen der Gaskonizität. So wie das auch Segui macht in seinem Atlas, das können Sie da auch sehen. Das habe ich von ihm übernommen. Neue Erkenntnisse aufgrund von neuen Verfahren, wie die Hemmingdistanz, die ist natürlich sehr interessant, da finden Sie auch bei Segui entsprechende Karten. Und vor allen Dingen können wir mit der Hemmingdistanz innovationsfreudige Areale von Rückzugsgebieten unterscheiden. Das können Sie sehr schön auf dieser Karte sehen. Ne? Da haben wir die innovationsfreudigen Areale, also diese hellen oder sogar hier diese ganz extremen. Ne? Oder Sie sehen hier in dem gelben Bereich, wie Sie nach Süden hin irgendwelche Innovationen, die aus dem Zentrum Frankreichs kommen, plötzlich finden.
Und wir haben auch zum Teil Rückzugsgebiete, also hier. Am Rand der, des Okzitanischen, nach Italien rein, da sehen Sie eben ganz klar das Val d'Autun, also Valdostisch als Rückzugsgebiet, überhaupt natürlich durch die Berge dort entsprechende Rückzugsgebiete, auch im Zentralmassiv. Also man kann solche Rückzugsgebiete sehr viel besser erkennen. Also sie haben sehr viele Vorteile durch diese dielektrometrische Vorgehensweise. So, ja. Vorteile, aber natürlich gibt es auch Kritik. Also es gibt eine ganze Reihe von Kritikmerkmalen. Also ein Problem ist halt die Qualität der Taxander. Diese Choropletenkarte, die Sie vorhin gesehen haben, ist ja auf der Basis des Atlas Linguistique de la France gemacht worden. Und Sie wissen, dort sind nur Einzelinformanten befragt worden. Das ist also schon besser beim Atlas Linguistique de la Gascogne. Und Einzelinformanten sind immer problematisch. Also, solche Flecken, wie wir sie hier sehen, in Südfrankreich, könnten dadurch zustande gekommen sein, dass man einfach den falschen Informanten hatte. Wir werden das dann beim italienischen Sprachatlas nochmal sehen. Da gibt es halt sehr viele Kommentare zu den Informanten. Und man erkennt, dass offenbar es Schwierigkeiten gibt mit Einzelinformanten. Also das kann man hier auf jeden Fall als Kritik schon mal nehmen. Dann das Netz, das habe ich Ihnen vorhin schon erläutert, dieses Choropletennetz ist halt mathematisch konstruiert. Immer die Frage, will man das wirklich? Also könnte man nicht hergehen und tatsächlich bessere Grenzen ziehen? Also beim Atlas Linguistique de la France ist das zum Teil schwierig, weil man nicht so viel über die Informanten weiß. Beim italienischen Sprachatlas weiß man recht viel über die Informanten und die Orte. Da könnte man tatsächlich vielleicht versuchen, das genauer zu machen. Es wäre natürlich ein riesiger Aufwand, sozusagen eine Sekundäruntersuchung wäre nötig. Aber vielleicht sollte man das tun. Und man sollte überhaupt mal schauen, vielleicht nur für eine Region, wie sich das Choropletennetz verhält zu den tatsächlichen räumlichen Bedingungen. Dann ist vorgebracht worden, dass die vorherigen Festlegungen ein Problem sind, nämlich die Gewichtung von Merkmalen. Das ist ja eine Festlegung, insofern schon die Interpretation vorweggenommen worden ist, sodass eine gewisse Zirkularität entsteht, dass man vorne schon irgendwas reinsteckt, was man hinten auch wieder rausbekommt. Und das ist ein mögliches Problem. Auch da müsste man versuchen, das herauszufinden, inwiefern tatsächlich sowas vorliegt, indem man zum Beispiel die Gewichtung verschiebt und so. Sie können sich das ansehen, das ist zum Teil im Atlas Linguistique de la Gascogne auch versucht worden, also solche Interpretationen offenzulegen, indem man andere Gewichtungen vorgenommen hat. Ja, und dann haben wir es ja hier mit einem Verfahren zu tun, was sehr mathematisch ist und da ergeben sich natürlich eine ganze Reihe von Fehlern, die wir immer haben, wenn wir statistische Methoden verwenden, nämlich einmal, dass es zur Fehlerpotenzierung durch Abstraktion kommt, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Das steht hier jeweils aufgeführt. Es gibt sogenannte theoretische Fehler, dass man also in der Theorie, die man zugrunde legt, schon einen Fehler drin hat. Das ist natürlich dann ganz schwierig, wenn theoretische Fehler vorliegen. Dann könnte die ganze Untersuchung stark kontaminiert sein und wir seltsame Ergebnisse herauskriegen. Auch diese Frage der Zirkularität gehört in den Bereich der theoretischen Fehler. Dann gibt es empirische Beobachtungsfehler, dass man einfach mal was Falsches beobachtet hat und eingetragen hat, was zu Fehlern führen kann. Und diese potenzieren sich natürlich, wenn man abstrahiert. Metrische Fehler, das ist eben genau das Problem, dass durch Abstraktion Fehler entstehen. Zwei Abstraktionen sind drin. Dadurch haben wir natürlich vergrößert sich der Fehler. Und dann haben wir Stichprobenfehler.
Stichprobenfehler, also da ist ja der Punkt, wenn die Stichprobe zu klein ist, und das Problem besteht insbesondere bei dieser Geschichte, die wir hier gesehen haben, also eine Sekundäranalyse über diese 1400 Karten aus dem Atlas Linguistique de la France. Die Stichprobe, also sind natürlich viele Karten, aber wir haben nicht so viele Messpunkte. Die Stichprobe ist also nicht so groß. Das heißt, wir haben einen großen Stichprobenfehler, denn der Stichprobenfehler Epsilon ist umgekehrt proportional zur Größe der Stichprobe. Also je größer die Stichprobe, umso weniger Stichprobenfehler haben wir. Ne? Deshalb diese Formel Epsilon gleich 1 durch Wurzel aus n. Ne? Also je größer die Stichprobe ist, je größer ist also auch der Teiler hier, und desto kleiner ist der Stichprobenfehler. Ja, und dann die grundsätzliche Frage, die halt immer wieder gestellt wird, wenn Menschen konfrontiert werden mit Taxonomie, numerischer Taxonomie, ist eben, darf man das? Ist Kultur vermessbar? Und das ist natürlich eine grundsätzliche Frage, auf die natürlich jeder nach seiner Einstellung eine unterschiedliche Antwort hat. Wir haben in den Geisteswissenschaften in der Regel einen ganz starken Vorbehalt gegen Statistik und auch gegen die Sprachgeografie dann natürlich, die heute solche Methoden in der Regel verwendet. Und man hört das halt immer wieder, dass Leute sagen, nee, das wollen wir nicht, das ist uns zu mathematisch, das trifft die Wirklichkeit nicht. Ja, damit haben Sie alle Seiten, die Vorteile und die Kritik, und können sich selber dazu verhalten, was Sie davon halten. Also es steht sicherlich außer Frage, dass wir doch einen erheblichen Erkenntnisgewinn haben durch die elektrometrischen Untersuchungen und durch die zusätzlichen Karten, also interpretierende Karten, die entstanden sind. Das führt eben dazu, dass das Kartenmaterial nicht einfach ein Datenfriedhof ist, sondern tatsächlich weiter aufbereitet werden kann und zum Teil wirklich sehr anschauliche Ergebnisse zutage fördert. Das ist natürlich auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich bin damit für heute auch am Ende. Bleibt ja noch etwas Zeit, wo Sie Fragen stellen können. Außerdem habe ich hier noch ein paar Karten mitgebracht, die ich Ihnen schenken möchte. Also dafür, dass Sie extra gekommen sind, da sollen Sie auch was davon haben. Das kriegen halt nur die, die da sind. Ja, vielen Dank.